Ja, klar, war natürlich ein Riesenspiel für uns. Ja, das größte in der Vereinsgeschichte, das größte Pflichtspiel in der Vereinsgeschichte für uns. Und ja, klar, wir haben dann 1-0 geführt. Dann kriegt man, ich bin ein bisschen Aufwind, aber da hat man gleich gesehen, dass die Kickers natürlich umgeschaltet haben dann nochmal. Wussten dann, also da waren sie richtig da dann und haben dann auch relativ schnell das 1-1 und dann noch das 2-1 gemacht. Aber wir hatten auch unsere Chancen, gerade in der ersten Halbzeit. Baroden hat sehr, sehr gut gemacht. Respekt an die Mannschaft. Man hat gesehen, dass sie einen guten Plan hatten. Die haben uns sehr, sehr früh unter Druck gesetzt und auch eine sehr, sehr gute Ordnung in ihrem Spiel gehabt gegen den Ball. Das hat uns ein bisschen Probleme bereitet am Anfang. Dann sind sie natürlich in Führung gegangen und so spielt den Jungs natürlich an den Karten. Aber ich denke, wir haben es sehr, sehr gut gemacht danach, haben dann schnell den Ausgleich geschossen und sind auch in Führung gegangen und haben es dann zum Ende wie eine Spitzenmannschaft zu Ende gespielt und haben dann verdient gewonnen. Nach der zweiten Halbzeit schwinden bei uns die Kräfte. Ja, die trainieren mehr wie wir wahrscheinlich und sind noch ein bisschen fitter. Und da haben sie natürlich ihre Klasse danach ausgespielt. Es waren keine Glückstore oder so dabei, waren super rausgespielte Tore von den Kickers und dann auch im Endeffekt verdient. Wir sind schon von Anfang an nicht sehr, sehr gut drauf, sind sehr, sehr gut im Spiel gewesen und haben auch verdient gewonnen. Ich glaube, es ist immer schwer, es im Pokal gegen unterklassige Mannschaften zu spielen. Wir haben es in den letzten Jahren schon häufig den oberklassigen Mannschaften sehr, sehr schwer getan. So hat es uns über Roden heute auch schwer getan, aber am Ende hat dann, glaube ich, die bessere Mannschaft gewonnen und wir sind zufrieden, dass wir eine Runde weiter sind und fokussieren uns jetzt auf den Sonntag. Ja klar, es war schon was Besonderes. Ich kenne ja noch 2-3 Spieler. Mit Eggis zusammengespielt, der hat immer manchmal bei uns ausgeholfen in der zweiten Mannschaft. Mit Stefano Meyer zusammengespielt und dann war es schon was Besonderes. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe alle geschnuppert daran, an die großen Sensationen im DFB-Pokal. Da wollen wir gerne wieder hin, aber es ist auch noch ein langer Weg. Wir haben jetzt erstmal, ich weiß nicht, wie wir jetzt genau spielen, aber die nächste Hürde vor der Brust, die müssen wir dann meistern. Und dann kommen ja auch die Spiele schon gegen Regionalligisten oder Drittligisten. Da wird es dann nochmal schwerer für uns. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf die Liga und da wollen wir unsere Hausaufgaben erstmal erfüllen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir im Hessen-Pokal kommen. Ich meine, es ging zwar 5-1 aus, aber wie gesagt, man muss das Positive draus ziehen. Und wir haben eine super Leistung gebracht und gekämpft und leidenschaftlich gespielt. Und wenn man diese Tugenden an den Start bringt, dann hat man es nicht so schwer in der Liga. Der Rest kommt dann von alleine.